Hallo, meine Lieben. Mein Name ist Carlos und ich rede für mich. Ich möchte auch nochmal auf das Thema Stille eingehen, weil die Stille so immens wichtig ist. Krieg, Terrorismus, Kampf, Stress, das findet doch in uns statt. Solange wir denen Energie schenken, ist das Teil unseres Lebens. Wenn wir uns davon entfernen, finden wir den Frieden in uns. Und der Beginn dafür ist, in die Ruhe und in die Stille zu gehen, den Frieden in uns zu finden, und dann breitet er sich in die Welt aus und wir leben in Liebe miteinander und Harmonie. Ich denke, so einfach könnte das funktionieren. Wir dürfen diesen Sachen, die hier um uns herum passieren, nicht so viel Energie schenken. Wir müssen uns davon distanzieren. Wir treffen mit jeder unsere Entscheidungen, eine wichtige Entscheidung, eine ganz wichtige Entscheidung. In allem, was wir tun, müssen wir sehr achtsam sein und immer hinterfragen. Ja, und es ist wieder schön, hier auf der Montagsmahnwache zu sein. Ich drücke die Daumen und jedes Mal, wenn ich kann, bin ich hier und schaue euch zu bei eurer Arbeit, die ich faszinierend toll finde. Und dass ihr das so lange durchhaltet und jetzt, glaube ich, schon die 88. Montagsmahnwache, ist das richtig? Finde ich super. Und lieben Dank an alle, die das hier weiterhin durchziehen. Danke. So, wenn keiner mehr will, dann gehe ich. Ja, ich wollte auch noch mal ein bisschen Bewegung in die Sache bringen und ich finde das gar nicht so schlimm, wenn jetzt wir mal ein paar Wortmeldungen weniger haben und ein bisschen Stille zwischendurch. Stille ist auch angenehm. Aber das heißt auch, dass wir ein bisschen Raum haben für größere Diskussionen, die vielleicht sonst untergehen im Schall der vielen kleinen Beiträge. Ich schätze alle Beiträge, die hier kommen und ich freue mich über jedes neue Gesicht, aber ich möchte einfach mal was versuchen. Man sagt ja, probieren geht über studieren und das sage ich hier als studierter Mensch. Das glaube ich auch. Ich möchte gerne eine Diskussion anstoßen über alternative Gesellschaftsmodelle. Denn es wird ja viel über die Probleme gesprochen, die wir in der Welt haben und wenig über Lösungen oder Lösungsansätze. Und ich muss selber sagen, ich habe jetzt noch nicht das Modell gefunden, was mich überzeugt hätte, was ich dann online oder sonst wo gesehen hätte und gesagt hätte, ja, das ist es. So möchte ich leben. Das habe ich noch nicht. Ich finde, man muss sich immer noch selber Gedanken machen. Aber ein Modell, was mich sehr fasziniert in letzter Zeit und mit dem ich mich beschäftige, ist das libertäre Gesellschaftsmodell. Und viele kriegen dann sofort Nackenkräuseln und sagen, was? Die Libertären, die spinnen doch alle. Die wollen den Staat abschaffen und uns vollkommen dem Raubtierkapitalismus zum Fraß vorwerfen. Das ist nicht falsch, was Sie sagen. Die Frage ist natürlich immer auch, wo kommt der heute moderne Raubtierkapitalismus oder auch Korporatismus, wie ihn manche nennen, eigentlich her? Viele Leute gehen davon aus, dass weil der Staat weniger reguliert, die Firmen mehr Freiheiten haben, diese nutzen, um Monopole zu gründen, teils mit unlauteren Mitteln und so Leute zu unterjochen. Allerdings ist es ein Aspekt, den viele vergessen, ist, dass diese Firmen natürlich auch Lobbyismus betreiben. Und Lobbyismus kennen wir heute alle. Gestern gab es die schöne Alternative, dass man mal doch die Liste der Lobbyisten, die Zugang zum Bundestag hat, offenlegen sollte. Und das haben sie auch getan, die großen Parteien, die haben sich irgendwann dem Druck gebeugt. Und jetzt wissen wir, wer geht denn so im Bundestag ein und aus, wer hat Hausausweise, es sind Tausende, es sind mehr als es Parlamentarier gibt. Also auf jeden Parlamentarier kommen x Lobbyisten und es sind ja eigentlich auch die, die die Gesetze dann machen, weil als Politiker hat man ja gar keine Zeit, Gesetzesentwürfe zu schreiben, ne? Denn was soll man das denn machen zwischen den ganzen Sitzungen abends am Kopfkissen? Nee, die kriegen Gesetzesentwürfe vorgelegt und müssen dann entweder zustimmen oder ablehnen und wer auch immer diese Gesetzesentwürfe geschrieben hat, das steht so ein bisschen in den Sternen. Aber ich schweife ab. Der Punkt ist, dass durch die angebliche Demokratie, die wir haben, Marktführer auch Zugriff auf Gesetzestexte haben, die sie dann selbst gestalten. Und in dem Moment, wo man merkt, dass man etwas an Marktwert verliert,
dann braucht man nur ein entsprechendes Gesetz, das etwas stärker reguliert, das dann allerdings die Konkurrenten nicht umsetzen können, man selber aber schon, weil man ja Marktführer ist, man hat Geld übrig. Die Kleinen, die haben kein Geld übrig, um jetzt alle ihre Kaffeebohnen nochmal nach neuesten Standards testen zu lassen. Die müssen dann entweder einen Kredit aufnehmen oder dicht machen oder beides. Und das ist ein Aspekt, der häufig untergeht. So, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, aber das libertäre Gesellschaftsmodell lässt sich eigentlich auf einen Grundsatz zurückführen. Und der Grundsatz ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder du hast so lange Freiheit, solange du niemandem anderen damit schadest. Und es ist auch das einzige Gesellschaftsmodell, was ich bis jetzt gefunden habe, das ein gewaltfreies Gesellschaftsmodell ist. Gewaltfreiheit war und ist auf diesen Mahnwachen ja ein großes Thema. Ist auch in unseren Grundsätzen drin. Gewaltfreiheit. Das heißt aber auch, dass ich niemanden zwinge, irgendwo mitzumachen, wo er keinen Bock hat mitzumachen. Und viele Leute glauben ja an ein bedingungsloses Grundeinkommen oder auch an andere Modelle, wo es heißt, wir müssen die Armen finanzieren und da Bildung sollte kostenfrei sein. Gesundheit, also Gesundheitswesen, das sollte kostenfrei sein. Jeder sollte Zugang zu allen Ärzten haben und nichts zahlen. Das ist natürlich ein nobler Gedanke, aber weiß man dann eigentlich, was kostenfrei noch bedeutet? Weil irgendwo müssen die Kosten getragen werden. Und wenn du sagst, ich will zum Arzt gehen können, ohne was dafür zu zahlen, dann funktioniert das nicht, weil irgendwer muss das zahlen. Irgendwer muss die Sachen herstellen, irgendwer muss dich behandeln. Der Arzt muss ja auch arbeiten, der Arzt muss auch was kriegen. Und dann können ja die Reichen zahlen, sagt man. Ja, aber wer sind denn die Reichen? Und kann das, ist das ein Modell, was uns unendlich skalierbar ist? Das ist auch mal eine Frage, die man sich stellen sollte. Und natürlich kann man jetzt sagen, es gibt doch genug Wohlstand. Der Wohlstand ist doch da, wir müssen ihn nur umverteilen. Aber die Frage ist auch, wer ist eigentlich derjenige, der entscheidet, wem nehme ich weg, wem gebe ich? Wer hat zu viel, wer hat zu wenig, wer entscheidet das? Wer darf die Reichensteuer festlegen? Wer darf den Leuten etwas wegnehmen und anderen etwas geben? Ist das der Staat? Macht der Staat das denn so gut? Gab es in dieser Geschichte dieser Erde einen Staat, der nicht korrupt wurde? Gab es das? Mir fällt keiner ein. Und deswegen möchte ich diese Diskussion anschließen, einfach mal anstoßen. Welche alternativen Gesellschaftsmodelle gibt es denn? Was schwebt euch vor? Wie stellt ihr euch die Gesellschaft von morgen vor? Was wünscht ihr euch? Danke. Also zu dem Staat, wo Bildung, Gesundheit und Kultur umsonst sind, fällt mir eigentlich jetzt nur Kuba ein. Das ist ja ein kommunistischer Staat. Fidel Castro hat glaube ich sein Amt abgegeben. Aber es funktioniert und ich weiß nicht, wie sie es finanzieren. Die Lebenserwartung ist so hoch wie in den USA. Die Säuglingssterblichkeit soll niedriger sein. Das spricht für sich. Jo, moin Hamburg, moin Mahnwache. Es freut mich, dass wir hier so alle zahlreich erschienen sind, dass hier so ein tolles Thema auf den Tisch gelegt wird. Ja, mein Gesellschaftsmodell, anarchistisch, demokratisch. So, das schließt sich nicht unbedingt aus. Wenn irgendjemand jetzt plötzlich sagt, Anarchie, oh, das heißt ja irgendwie, ja, dann definieren wir das doch einfach mal. Und für mich heißt Anarchie Herrschaftslosigkeit. Das heißt, niemand steht über mich. Oder über mir, besser gesagt. Ne? Und andererseits stehe ich aber auch über niemanden, habe irgendwie Macht über jemanden und so. Und ja, Finanzierung von Bildung und den ganzen anderen Krams, da fällt mir eigentlich nur ein, wir haben ein sogenanntes umlagefinanziertes Sozialsystem. Also zumindest was die Renten und so weiter anbelangt. Und das funktioniert schon seit über 100 Jahren verdammt gut. Also die Rentenkasse ist noch nicht pleite gegangen, im Gegensatz zu diversen anderen Konzernen, die eventuell mal eure Altersvorsorge regeln wollten oder so. Und
Ja, vielleicht gehe ich mit 65 oder mit 75 irgendwie öfters zum Arzt als jetzt. Aber die sogenannten Krankenkassen finde ich ein blödes Wort. Es gibt ja einige Leute, die sagen hier, ja, man muss das umsagen, finde ich auch. Ich finde Gesundheitsvorsorge finde ich schon viel besser. Und dann frage ich mich allerdings, warum wir in so einem Staat wie hier, ist ja auch relativ libertär und säkular vor allem, wir leisten uns hier zwei verschiedene Gesundheitssysteme. Einmal das umlagefinanzierte, wo jeder Arbeitnehmer mit seinen Sozialversicherungsabgaben einbezahlt, und dann haben wir noch das Private. Und da ziehen sich dann die Menschen, die das Geld haben, sich aus dem privaten, aus dem umlagefinanzierten Sozialversicherungssystem raus und gehen in die privaten. Ich finde es bloß dann irgendwie interessant, dass die Privatversicherten dann plötzlich manchmal anfangen rumzujammern, dass sie mit 75 dann doch mehr Beiträge zahlen müssen als eigentlich. Bitte, hier, wir lassen uns doch diskutieren. Also, weil. Ich wollte ganz kurz einmal reingrätschen, weil du meintest, dass unsere Gesellschaft schon recht libertär wäre. Naja, sicher. Ich finde das sehr lustig, weil das ist vielleicht auch tatsächlich irgendwie dieser Zwiespalt, den wir da haben, weil für Libertäre ist dieses System recht sozialistisch und für Sozialisten scheint es recht neoliberal zu sein, was ja irgendwo zusammenhängt mit dem Libertären. Und wir haben ja auch, als Jens hier mal sprach vor einem Jahr, haben wir auch gelernt, dass das Gegenteil von links nicht rechts ist, sondern libertär. Und aber was ich vielleicht allgemein jetzt einmal so ein bisschen Sand in die Augen streuen möchte zu der ganzen Diskussion und zu der ganzen Frage. Wir stellen uns so schöne Gesellschaftsmodelle vor, wie man zusammenleben könnte. Und wir haben immer wieder Probleme damit, mit der Umsetzung. Und das liegt auch daran, dass wir ein Geldsystem haben, was wir gar nicht ändern können. Und an das wirklich tatsächlich viele Leute glauben. Und die Macher oder die Nutznießer von diesem Geldsystem, die profitieren davon und die sind geheim. Und das ist wirklich eine ganz, ganz verrückte Angelegenheit, weil nämlich im Grunde genommen die Herrscher über das Geld, die sind geheim. Die Eigner der Banken sind geheim, weil das ja der Bank sozusagen am Devisenmarkt schaden könnte, wenn man wissen würde, dass der pleite ist oder dass er irgendwelche Interessen hat oder sonst was. Also es gibt ja immer dieses Buch, wem gehört Deutschland oder, ne, oder wem gehört die Republik oder wem gehört der. Das ist halt so ein Buch, wo immer drin steht, wem die größten DAX-Konzerne gehören und so weiter und so fort. Aber die Eigner bei den Banken sind geheim. Und solange wir dieses Problem haben und solange wir in diesen Hebel nicht rankommen, und ich meine, tun wir doch nicht so, ich glaube doch auch an den Dollar. Ne? Glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an An die die Deutsche Deutsche Bank, Bank der Dienstag Dienstag auch auf ist dem ein Bar. Bar. Ja. Genau. Also tun wir doch nicht so. Ja? Und ich meine, der Sozialismus ist auch pleite gegangen. Warum ist er pleite gegangen? Weil er sozusagen im Konkurrenzkampf mit dem westlichen System nicht mithalten konnte. Und das wussten die Amerikaner sehr genau. Die Amerikaner wussten, dass die Russen oder die Sowjetunion nur durch militärische Macht diese Ordnung aufrechterhalten können. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir das denen so teuer, dass sie das sich nicht mehr leisten können. Und da haben doch glatt die Amerikaner den Kalten Krieg gewonnen, was vielleicht gar nicht so gut für sie war, evolutionstechnisch, weil dadurch sind sie in eine Art Dauerstress geraten. Denn wenn man einen Krieg gewinnt, den man nicht führt, dann hat man auch keine richtige Erholungsphase. Das habe ich schon mal probiert hier anzusprechen. Da würde ich mir vielleicht auch noch mal Zeit nehmen, einen richtigen Vortrag zu machen. Denn das ist sehr, sehr verrückt. Denn es ist so, dass Kulturen, die Kriege haben, das löst evolutionär, wenn man die Evolutionstheorie auf Kulturen anwendet, löst das bei denen etwas aus. Und nach diesen Kriegen entstehen Erholungsphasen, in der die Kultur sich wieder reorganisiert und sich tatsächlich auch evolutionär weiterentwickelt. Und jetzt haben wir einen nicht geführten Krieg, der sozusagen gewonnen wurde. Und das gibt einen Rückkopplungseffekt. Und dieser Rückkopplungseffekt sorgt dafür, dass die Amerikaner in einem Dauerstress sind, nämlich in einem Dauerkriegsstress. Und darum haben sie auch meiner Meinung nach den Krieg gegen den Terror ausgerufen, weil der passt gut zu diesem kulturellen Dauerstress. Denn alle Strategiebücher aller Epochen sind ziemlich ernüchternd. Sie sagen immer, hüte dich vor triumphalen Siegen. Sieger werden zu Besiegten. Und die Besiegten werden am Ende die Sieger sein. Ja? Und die Amerikaner wissen das. Und ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Genau. Also, haben wir wirklich Hebel oder vielleicht können wir auch nur uns selber verändern und gucken, dass wir durch den Cheat, der auf uns demnächst hier wartet, dass wir hier sauber rauskommen. Denn ich glaube nicht, dass wir noch Hebel haben, diese Gesellschaft zu ändern. Nur
auf der unteren Bodensatzebene. Ich glaube, dass wir, also hier, wo wir sind, aber nicht, wir können uns kein utopisches Gesellschaftsmodell ausmalen und sagen, komm, dafür springen wir jetzt in die Bresche. Das glaube ich nicht, dass wir haben dafür keine Hebel. Wir können leider dann lass uns doch daran scheitern. Also. Ja, ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die das versucht haben und auch mit vernünftigen Ansätzen rangegangen sind, und da sind wir wieder bei der ersten Frage, korrumpiert wurden. Kennst du den Bauwagenplatz Gaussstraße? Ja. Also hinter der Fabrik? Hier in Altona? Noch? Ist der nicht schon aufgelöst? Nee, das war es ja halt. Ach aber so. Das war so ein libertäres, das war so ein libertäres Gesellschaftsmodell, was funktioniert hat. Aber kann sein. Ja, also ich habe nur die Frage ist, es funktioniert nicht ganz isoliert ohne die Weltökonomie. Nein. Das war einfach nur so, die haben da durften da ihr Ding machen und sie wurden libertär gelassen. Okay. Ja, aber irgendwann hat sich dann mal halt diese Stadt dazu berufen gefühlt, solche Gesellschaftsmodelle dann doch noch mehr an den Rand zu drängen. Dachte, die hätten sogar eine Ausweichfläche irgendwo. Ja, haben sie auch gekriegt, aber ey, komm, wenn du 50 Bauwagen hast, dann kommst du und dann wird dir eine Fläche angeboten, wo du gerade mal 20 hinstellen kannst, das ist auch scheiße. Gerade vor allem, wenn du dich mit den 50 anderen Leuten auch gut verstehst, oder mit den 80 anderen Leuten und du möchtest gerne zusammenbleiben. Ja, also genau, das meine ich halt, auf so einer niedrigen Ebene mit 80 Leuten, die man kennt, da kann man wahrscheinlich ziemlich viel erreichen. Aber was ich glaube, was wir nicht erreichen können, ist das Geldsystem von hier aus ändern. Und darin ist wahrscheinlich Occupy gescheitert, glaube ich. Wir sind ja auch irgendwo evolutionär ein Wurmfortsatz von Occupy hier als Mahnwache. Das vergisst man vielleicht manchmal. Und Occupy ist ja auch wahrscheinlich genau an dieser Sache gescheitert oder an dieser Einsicht, dass die Herrscher des Geldes und die Geldschöpfer, dass die halt geheim sind und dass wir da keine Hebel haben. Und solange das so ist und solange alle an dieses Geld glauben, worüber die hüten und was sie beherrschen, kommen wir da nicht ran. Und das wäre eigentlich die Grundvoraussetzung für alle utopischen Gesellschaftsmodelle, wäre ja immer erst das Geld zu ändern. Also zum Beispiel Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen, macht nur Sinn, wenn wir das Geldsystem ändern. Wenn wir es nicht ändern würden, dann würde alles um 1.000 Euro oder ums Grundeinkommen teurer werden und dann haben wir wieder die gleiche Soße wie vorher. Also, aber wir kommen an dieses Geldsystem nicht ran und dieses Geldsystem hat ja auch die beiden großen ideologischen Kalte Krieger, also die Sowjetunion und die USA, ja auch beide gespeist. Also das wissen wir ja heute, dass der Westen, sowohl der Westen als auch der Sozialismus im Osten, dass beide finanziert wurden von gewissen Kreisen in New York. Und das ist noch nicht allen so klar, aber es ist kein Geheimnis und es ist zugänglich und es ist bewiesen. Ja? Also man kann das feststellen. Auch der Nationalsozialismus, das Dritte Reich, Deutschland hätte nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Hunger und so weiter gar keine Chance gehabt, überhaupt gar keine Chance gehabt, einen Zweiten Weltkrieg zu führen. Aber die Amerikaner haben die systematisch aufgebaut und kein einziges Kampfflugzeug der Deutschen wäre, und damit ist Blitzkrieg, ne, ohne es nicht möglich, und kein einziger Panzer wäre gefahren ohne gewisse Additive, die Standard Oil, also eine amerikanische Firma, geliefert hat. Und da wurde sogar, kurz vorm Kriegbeginn, wurde so viel geliefert, dass das sogar noch bis zum Kriegsende gereicht hat. Und also da gibt es sozusagen eine Ebene, an die wir nicht rankommen. Und das ist frustrierend und vielleicht haben ja Leute Vorschläge. Ich irre mich gerne. Also wenn jetzt jemand mir sagt, doch, wir haben hier den Hebel, klack und umlegen, fertig, dann bin ich froh, aber ich sehe das nicht. Ich sehe nur die Hebel sozusagen hier unten auf der Bodenstation. Und dazu gehört halt auch so ein Zelt hier hinzustellen. Ich komme später nochmal wieder. Ich habe da zwei ganz tolle Alternativen gehört. Den kennen einige hier, und zwar Ken Jebsen. Der hat da so einen Spruch gebracht von wegen, da ist er sehr direkt geworden und manche hätten auch gesagt, er schreit, ja. Er war kurz davor zu schreien. Er hat gesagt, woran die Occupy-Bewegung damals gescheitert ist, den maßgeblichen Hebel anzuwenden, um dieses System zu ändern. Nämlich zu Hause zu bleiben. Und dann? Ja, überleg doch mal, wenn hier 3 Wochen, 4 Wochen alle Leute zu Hause bleiben, ha?
Ja, was wir dann machen, dann bleiben wir 3-4 Wochen zu Hause und labern und lassen uns es gut gehen. Genießen das Leben, erträumen uns das Paradies, das wir auf Erden haben könnten. Nein, wir fangen an, es aufzubauen. Mit unseren Händen. Ich habe nur meine Hände, um damit zu arbeiten. Und mein Kopf. Ja, hey, komm. Erst wenn ich mich bewege, dann spüre ich meine Ketten. Ja, und das Wissen, das kannst du dir dann in der Zeit, wo du zu Hause bleibst, aneignen. Ansonsten bist du jeden Tag 8 Stunden damit beschäftigt, irgendeinen beschissenen Job zu machen, der dir vielleicht gar keinen Sinn gibt, aber du tust es einfach nur, weil du Geld haben willst. Du musst sogar auch noch Geld haben, weil ansonsten bist du nicht angesehen, ansonsten kannst du dir kein Futter kaufen, ansonsten kannst du deine Wohnung nicht finanzieren, etc. So. Also lassen wir doch einfach mal das Ganze... Bitte? Ja, darum geht's doch gerade. Also ich habe viele Jobs gemacht, die mir wahnsinnig Spaß gemacht haben. Aber damit habe ich dieses ganze System noch so weit unterstützt, dass das System weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. Und diesen Kapitalismus, den wir hier jetzt gerade haben, diesen sogenannten Raubtierkapitalismus, wo du kein Mensch bist, du bist ein Verbraucher. Du kommst nicht als Mensch auf die Welt, sondern als Verbraucher. Du verbrauchst Windeln, du verbrauchst Atemluft, du verbrauchst Hip-Baby-Nahrung oder Pip-Baby-Nahrung. Du verbrauchst, verbrauchst, verbrauchst. Ja, klar ist das menschlich, aber ich bin ein Mensch und die Damen und Herren Politiker, die dich regieren oder denen du das Recht gibst, ja, du, mich regiert keiner außer ich mich selber. Ja, ich habe mich in dieses System hier einzufügen, ansonsten bin ich halt im Hotel Gitterblick, weißt du? So, und hier haben wir noch Hotel Gitterblick, woanders, naja, da ist Knast halt Knast. Ein kommerzieller Dienst. Ja, mach mal, ja. Also, Ein kommerzieller Dienst. Oh, das ist aber... Ja, ich mach leiser, aber Moment. Ein kommerzieller Dienst. Ja, noch. Du musst noch einen kleinen... Ein kommerzieller Dienst. Okay. Also das hier, die Stimme, die ihr da gerade hört, das ist der Herr Oettinger. Der Herr Oettinger ist der derzeitige Internetkommissar in Brüssel. Die Kommission wird nicht von dir, nicht von mir, von niemand von uns gewählt. Trotzdem haben die angeblich Entscheidungsgewalt über uns. So, und der Herr Oettinger, naja, Oettinger halt, ne? Bier und so weiter. Der hat da eine halbe Stunde... Der hat da mal irgendwie... hätte ich hier auch drauf noch 1 Minute 47, aber ich dachte nur, kommerzieller Dienst ist super. Der hat Gesundheit, ein kommerzieller Dienst. Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst. Und viele andere fallen mir dazu auch noch ein. Dann sage ich nur mal, Bildung. Hä? Bildung? Okay, wo bleibt der kommerzielle Dienst? Ja, aber wenn Bildung ein kommerzieller Dienst werden sollte, Leute, dann hat die Familie Oettinger ganz schön daran gespart bei ihrem Sohnemann. Na? Wenn, kommerzieller Dienst, ein Kommerz... Ja, dann lassen wir das mit dem kommerziellen Dienst, aber halt Bildung, ein kommerzieller Dienst, ich weiß nicht. Bildung sollte frei sein. Gesundheit, ein kommerzieller Dienst. Nein, Gesundheit ist Gesundheitssache. Also das liegt an mir. Aber die Gesundheitsvorsorge, das wäre dann ein kommerzieller Dienst. Den könnte man allerdings auch solidarisieren, dass jeder in eine Kasse einzahlt. Und dann müssen wir halt, dann werden halt die Leute, die krank sind, aus dieser Kasse bezahlt. Da muss ich allerdings auch in Kauf nehmen, dass da irgendjemand bezahlt wird, der sich beim Skaten oder so die Hand bricht. Oder so. Ist mir doch wurscht. Aber dann treten wir alle füreinander ein. So. Und anstatt, dass sich zum Beispiel die mit den privaten Krankenkassen aus diesem System total rausziehen. Und dann rumjammern, dass sie plötzlich mit 75 zehnmal so hohe Beiträge zahlen müssen oder so. Also, naja, da kann man lange drüber diskutieren. Dazu ist der ganze Kram ja auch hier.
Also, ne? Bildung, wenn Bildung kommerzieller, ein kommerzieller Dienst werden soll, na, herzlichen Glückwunsch. Also, 520 Euro für eine Privatschule, mal so jeden Monat locker aus der Tasche. Na, könnt ihr das für eure Kinder? Wollt ihr das machen? Oder würdet ihr dann zum Staat hingehen und sagen, hier, wir haben ja Bildungsfreiheit, gib mir mal einen Gutschein, ich möchte mein Kind in der Privatschule anmelden und die kostet 520 Euro im Monat. Ha? Und dann gehst du dann... So, also kommerzielle Dienste können wunderbar sein, wenn es ums Internet oder sonst was geht, oder... Aber es gibt gewisse Sachen. Sicherheit, ein kommerzieller Dienst, ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass die unsere Damen und Herren von der Polizei Beamte sind. Damit haben sie ganz anderen Status. Gesundheit, also Krankenhäuser, ein kommerzieller Dienst, fände ich nicht so doll. Ist gut, dass die Leute Geld kriegen, klar, müssen sie auch. Aber woher werden sie bezahlt? Am besten von der Allgemeinheit. Anstatt, also wenn ich nicht das Geld hätte, um mir irgendwie meinen Rücken bezahlen zu lassen oder so, ne? Ja, dann krüppel ich halt wie lange noch durch die Gegend? Dann gebe ich mir mit 35 die Kugel oder wie sieht das aus? Ha? Also ich weiß nicht. Also kommerzieller Dienst, ja, Herr Oettinger. Also Familienplanung, ein kommerzieller Dienst oder Verhütung, ein kommerzieller Dienst. Wissen Sie was, Herr Oettinger? Wenn Ihr Vater damals 10 Pfennig in Präservativ investiert hätte, dann wären Sie uns erspart geblieben. Diesen kommerziellen Dienst hätte Ihr Vater eventuell mal in Anspruch nehmen können. Aber hey, so what? Friede und ein langes Leben. Und ey, behaltet die Liebe im Herzen und so weiter. Aber teilt sie auch, dann verdoppelt sie sich nämlich. Dann macht das so richtig Spaß, das Leben. Und dann macht das, auch wenn hier so viel Müll in dieser Welt passiert, aber hey, always look on the bright side of life.